Servus Leute, willkommen zurück zu Alundra. Wir sind immer noch in Seeschrein, oder jetzt sind wir besser gesagt im Inneren. Dieses Rätsel ist ganz schön knackig, aber ich werde es erstmal ruhen lassen. Okay, da ist ein Schalter. Ich möchte mich noch weiter umsehen. Ja, nicht schlecht. Ups. Dann weiß ich schon mal, dass es sowas hier gibt. Hier ist eine Springbohnenplattform. Okay, Balkon. Das ist da rechts ist das Rätsel. Ja. So. Tür ist auch geschlossen. Achso, der war nicht gar nicht. Hä? Ich dachte. Egal. Ich dachte irgendwie, dass dieser Raum der wäre, in dem ich vorhin war, und der Raum links irgendwie. Auf jeden Fall schweben die Dinge. Okay, das war easy, aber warum schweben die Dinge? Sein, dass die Dinger weiter weg sind, als ich denke. Ja, definitiv. Komme ich so nicht ran. Na gut, dann lassen wir das auch erstmal. Okay, hier geht's lang. Soll ich wieder runtergehen? Moment, hier rechts war doch eine verschlossene Tür, oder? Moment, ich glaube hier war eine, weil ich habe ja hier jetzt einen Schlüssel. Das heißt, das sollte jetzt was bringen. Da oben. Moment. Mhm. Ah, gut. Und auch gut, die Tür ist offen. Es geht nach oben, erster Stock. Was ist das da oben? Gegner. Moment, ich nehme an, die muss ich irgendwie schieben, damit ich da reinkomme. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht versaut mit dem Schlüssel. Minimal. Gut. Ist halt auch grau. Ah, Moment. Das ist doch einer dieser Räume, die mir angezeigt wurden. Ich bringt sie mir nichts. Ich bräuchte Fässer oder so. Anmachen. Ja, aber es tut sich nichts. Das ist verschlossen. Sobald die Zeit angehalten oder wie? Das ist auch eine Tür. Braucht ihr irgendwas,
zum Hochheben, um es auf die Schalter zu stellen. Ich habe aber nichts. Na gut, wenigstens habe ich einen weiteren Schlüssel. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich den verwenden kann. Nämlich hier auch im Erdgeschoss, aber diesmal ganz links, wo auch der Speisesaal war. Wo ich da irgendwie rankomme. Ich glaube, die Tür war auch in der Luft, oder? Die Bibliothek. Das ist alles so verwirrend. Aber gut, die Wege kenne ich ja einigermaßen, aber trotzdem. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich hier eigentlich machen muss. Na gut, ich muss diese Kraftfelder deaktivieren, aber wie? Da habe ich keinen Plan, wie ich das anstellen soll. Übrigens ist es genau 0 Uhr, das heißt, heute habe ich es nicht geschafft, das Spiel durchzuspielen. Egal! Nee, Moment. Du warst der im Fass, oder? Ja. Alles klar, jetzt geht's hier weiter. Hier geht's auch nach oben. Fass. Das Fass sperrt irgendwas auf. Alles klar. Und das Fass. Ne, nicht hier, warum stellst du es? Ja, doch, ich brauche es hier. Oh mein Gott, Moment mal. Ah! Ist klar, noch ein Fass. Das heißt, ich werde mich erstmal hier drum kümmern. Einmal. Wenn ich hier damit überhaupt hochkomme. Zweimal. Immer noch nicht. So. Ah. Tut sich auch nichts. Jetzt sind fliegende. Oh, noch mehr Fässer. Hier wahrscheinlich brauche. Was? Moment mal. Was passiert jetzt? Ach, ich hätte das Fass, Tor holen können. So, der Schalter ist schon aktiviert. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Gut. Das ganze Schloss ist irgendwie verwirrend. Das ist ja auch höchstwahrscheinlich der letzte Dungeon, also der darf verwirrend sein. Ich wette, ihr wacht irgendwann auf und wird mich angreifen. Das passt. Tut's nicht? Ernsthaft, oder? Geht das nicht?
Vielleicht komme ich auf den Fahrstuhl darauf. Nein, scheiße, jetzt ist es verloren. Wenn ich mir noch ein drittes Fass holen könnte. Das ist offensichtlich nicht vorgesehen. Moment! Es bleibt aktiviert. Das ist natürlich jetzt herzallerliebst. Herzallerliebst, ja genau. Das ist es. Dann muss ich die beiden. Jetzt brauche ich mir eine Treppe. Ihr werdet sehen. So. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ja, das war's mir jetzt wert. Ganz im Ernst. Kratzender Ruf. Noch ein Schlüssel. Aha! Okay, die Tür geht auf. Bewegt sich hier jetzt alles wieder? Ja, das tut es. Wahrscheinlich dann auch auf der anderen Seite. Mein Hals. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich kann hier runterspringen, okay. Ich kann hier nach oben gehen. Mehr Aussicht angucken. Ich kann hier sein. Das jetzt? Soll ich jetzt nach unten oder nach rechts? Ich gehe nach rechts. Unten wäre ich da lang gekommen, zu einem Schalter. Ob es das wert war, ich weiß ja nicht. Ihr lebt. Ihr habt überlebt. Ihr verarscht mich. Ich glaube, einer lebt noch. Bin ich jetzt im. Sieht aus wie ein Weinkeller oder ein Stall, aber. Ah. Verdammt. Na gut. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Kann ich jetzt irgendwie rausgehen? Ja, da ist eine Tür. Ist wieder ein Schlüssel? Ja, habe ich. Ist wieder so ein Eisentor. Ja gut, da muss ich jetzt hier durch wahrscheinlich. Nee, oder? Das ist ein schlechter Scherz. Ich glaube, es ist keiner. Moment mal. Oh. Das kann lustig werden. Los! Oh mein Gott! Ich wollte es eigentlich nicht so knapp da oben haben. Hä? Was zum? Hä? Wie haben wir das jetzt geschafft? Ah! Oh Gott! Bleib drauf! Hä? Das. Egal. Okay, eine dieser Barrieren ist schon mal aus. Oh, so ein krasses Rätsel für eine einzige Barriere.
Letzteres muss ziemlich Schiss vor uns haben, wenn der solche Geschütze auffährt. Na gut. Lass mich raten. Ja, war klar. Jetzt komme ich da oben zum Schalter nicht hin. Also da links. Ich jetzt zum Tor. Das ist ein weiterer Gang. Oh mein Gott, warum muss das so. Hä? Warum hat der auch so ein kompliziertes Schloss gebaut? Okay, eine offene Tür. Verschlossene Tür und ein Ausgang. Noch eine offene Tür. Was? Ah! Oh, jetzt bin ich da. Okay, gut zu wissen, ich weiß, wo ich bin. Ja, genau. Hä? Ach. Das ist wahrscheinlich schon rückweg. Oh. Lass mich raten. Alle müssen aktiviert sein. Was mache ich denn da? Sag mal, was mache ich da? Ist das egal, was wo drauf steht? Ah, also entweder ist es ein Zeitlimit oder nach einer bestimmten Anzahl. Gut, dann muss ich mich beeilen, zuerst die Säule. Erstes Fass. Zweites Fass. Ja, das zählt nicht. Na super. Wieso zählt das nicht? Kann mir das irgendjemand sagen? Jetzt, Moment. Aha, Schlüssel. Die verarscht mich doch gerade, oder? Das alles nur für ein Heilkraut? Ihr Schweine. Tatsache, das alles nur für ein Heilkraut. Okay, danke Spiel, du hast mich mal wieder verarscht. Nach Strich und Faden. Gefallen. Ah, wow. Das Ding schwebt. Hä? Moment mal. Ich werde immer verwirrter. Wie zum Kuckuck soll ich das erwischen? Okay. Ah, Moment. Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich habe den Braten gerochen, aber wie soll ich da dann hochkommen?
mein Gott. Muss das anders angehen, glaube ich. Ja, von da. So knapp wie nur irgend möglich. Genau. Ah, die Truhe. Ah. Ich wollte sie eigentlich alle auf grün machen. Ach, leck mich doch. Ja, ich muss das verbrauchen. Weil sonst ist die Truhe da und dann. Ja, Spiel, ich bin begeistert von dir. Du trollst gerade richtig. Aber gut, wenigstens weiß ich, dass es solche Räume gibt, auch wenn sie bockschwer sind. Dann haben wir noch diesen Raum da. Wahrscheinlich ist halt so ein grünes oder ein graues Glas drin. Was? Ich dachte, das wäre eine Leiter. Halleluja, ihr habt echt zu viel Spaß an diesem Castle gehabt. Ah. Okay, jetzt ist das aus. Ist klar, dann sollte das ja eigentlich nur der Rückweg sein. Gut, die Tür ist jetzt auch offen. Ah, es ist ein Shortcut, alles klar. Nee, noch nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, soll ich jetzt den Weg entlang gehen oder den mit der Sprungbohne? Ich glaube, ich wähle den mit der Sprungbohne. Ist jetzt da sein, rechts. Okay, wieder Shortcut. Nicht da, genau. Jetzt muss ich den Sprung nur schaffen. Da ist zu. Sind wir gleich. Ach so. Verdammt. Ah, jetzt müsste ich den Weg mit der Sprungbohne gehen, oder? Okay, dann gut, dass ich den Shortcut aktiviert habe, weil wahrscheinlich ist es genauso gedacht, damit ich da überhaupt hinkomme. Ich weiß, da in der Mitte ist ein Monster drin, das werde ich nicht befreien. Dieses Castle gefällt mir auch, weil ist zwar wieder von A nach B Rennerei, aber es ist irgendwie lustig. Und ich mag auch so Spiele, die mehr als eine Gehirnzelle fordern. Was diese Schalter da alle machen, habe ich keine Ahnung. So, ich hoffe, der andere Schalter ist noch aktiviert. Ja, dann kann ich jetzt mit Hilfe der Sprungbohne da hinten rein um die Ecke, nach links. Und dann kann ich mal nachschauen, was da überhaupt ist. Ohne brauche ich sowieso, sonst bringt es mir gar nichts. Was, ich habe verfehlt? So. Bitte sagt wird. Ja, geil. Okay, hier ist auch ein Ausgang.
mir so einen Versuch. Nee. Ich dachte, ich kann das Ding anzünden, aber Pustekuchen. Achso, Moment. Da, darüber. Ich springe immer zu früh. Okay, jetzt guck ich, wie weit geht ihr? Bis dahin. Hä? Moment. Zu dem Teil. Ah, jetzt. Ah, egal. Ach, und dann verkacke ich den Sprung. Ja, ich habe mich jetzt extra nach vorne gestellt, damit ich irgendwie vom Treffer zurückgeschleudert werde. Okay, das könnte ein Weilchen dauern. Ach, du dumme Kugel. Ja. Irgendwas hat sich getan. Ah. Mir regt das mehr, ne? Moment. Erstmal ein bisschen Kraut schlucken und dann teste ich mal was. Okay. Fackeln muss ich wieder anmachen in der richtigen Reihenfolge. Ist ja wieder interessant. Wahrscheinlich öffnet sich dann die Tür da unten. Ja, das war richtig. Nein. Was? Wie komm ich denn da jetzt ran? So, ich muss die Fackeln wieder ausmachen und dann auf den Fackeln spazieren. Nee, geht nicht. Hä? Ich habe zwar eigentlich das Schwert ausgerüstet, aber egal. Okay, nur mal als Test. Ich will jetzt mal eine andere Reihenfolge nehmen. Fackel da. Ach so, wahrscheinlich die Fackel, die ich als letzte anzünde. Da kommt die Truhe runter. Lass mich mal nachdenken, an welche Fackel komme ich schnell ran? Die in der Mitte. Die oben in der Mitte. Na, dann würde ich mich ja verbrennen. Tatsache. Nee. Dann die da, wenn sie da ist. Naja, ich werde aber jetzt einen Schnitt machen, weil es sind schon wieder 30 Minuten. Das war Alundra. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.